Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect 3. Und als allererstes werden wir einfach mal mit Hackett reden. Denn das wollte ich ja als nächstes tun. Und dann wird wahrscheinlich das mal wieder so eine obligatorische Ich lauf rum und rede mit Leuten Folge. Und vielleicht schaffen wir es noch zur Citadel zu reisen, weil da sollen wir ja die Asari-Frau treffen. Oder wir machen noch irgendwelche Nebenquests. Ich weiß es noch nicht. Also wir gucken erstmal, was wir hier so alles erfahren. Commander, beschäftigt Sie etwas? Sie wollten mit mir reden. Aber gut, ich fange mal an, ein Gespräch zu führen. Wie ist denn so allgemein die Bereitschaft in der Galaxie? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Angesichts der Gesamtsituation so bereit wie nur möglich. Das war gute Arbeit, Shepard. Das ist wunderschön. Ich frage mich gerade, kommt denn jetzt schon das Ende oder bin ich noch gar nicht so weit? Weil eigentlich... Ich weiß gar nicht. Kommt jetzt der letzte Quest? Okay, wie sieht's denn so verbündete truppenmäßig aus? Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Quarianer und Geth an Bord zu bringen, hat uns wirklich sehr geholfen. Das glaube ich. Die Quarianer unterstützen Evakuierung und Beschuss, während die Geth Versorgungslinien der Reaper angreifen. Und die Quarianer, nee, Kroganer und Turianer, was machen die so? Was ist mit Turianern und Kroganern? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Earthnot Rex sie anführt, ist gut für uns. Das glaube ich. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Ah, danke. Das geht runter wie Öl. Okay, wie sieht's denn aus so bei den Rachni? Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tiegels. Sie machen Witze. Sie haben ein Gespür für Massenvernichtungswaffen. Yay. Ich glaube, sie wissen das eine oder andere über galaxieweite Kriege. Es gibt keine Probleme mit ihnen? Nein, außer dass sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Naja. Gut, wie sieht's aus mit Arias Verstärkung? Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loke. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem Omega-DLC, was ich mir definitiv nächsten Monat gönnen werde, dass wir damit eigentlich noch mehr von ihr kriegen könnten, weil wir haben ja theoretisch jetzt so total viel Verstärkung für sie, aber wenn wir natürlich für sie Omega zurückerobern, das wäre natürlich was, ne? Okay, Asari und Salarianer, wie sieht's denn bei denen so aus? Was ist mit Asari und Salarianern? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Geht doch. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tiegel. Und sie haben tatsächlich die Destiny Ascension zugesagt. Sie haben nicht vergessen, dass sie vor 3 Jahren gerettet haben. Sehr gut. Aber wie sieht es denn aus mit den Salarianern? Und die Salarianer? Sie haben eine ganze Flotte als Dank für die Rettung ihres Ratsmitglieds geschickt. Na, immerhin. Über das mit dem Genophage-Heilmittel sehen sie wohl hinweg. Das ist gut. Okay, wie geht's denn weiter? Fortschritt gegen die Reaper. Also so, wie sieht's denn so beim Tiegel und so aus? Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut. Auch wenn sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Okay, deswegen will wahrscheinlich die Asari auch mit uns reden. Warum haben sie mich ausgesucht? Eigentlich so allgemein, so am Anfang. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Soldat in der ganzen verdammten Navy sind, der weiß, wie man Reaper tötet. Ich hatte Übung. Jeder kann das. Ich meine, sie alleine hat bisher auch noch keinen Reaper bekämpft.
Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Sie saßen vor vielen Jahren auf Akus in der Falle und waren die Einzige, die überlebt hat. Eigentlich schon nicht. Damals war klar, dass da mehr war als bloßes Talent. Das reicht aus? Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb Ihre Crew bei Ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an sie geglaubt hat, an ihre Anführerin. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und sie werden uns auf die andere Seite bringen. Oh, das geht wirklich runter wie Öl. Okay, danke für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Das ist alles, Sir. Und Shepard, das interessiert Sie sicher. Es gibt Neuigkeiten von Ihrer Mutter. Okay. Oh. Sie lebt. Es geht ihr gut. Und sie wurde zum Rear Admiral befördert. Sie hilft bei der Logistik für den Tigel. Ach, das ist ja cool. Danke, Sir. Ich bin sehr erleichtert. Ich dachte, noch ein Shepard könnte nicht schaden. Und sie ist verdammt stolz auf das, was sie da draußen tun. Hackett, Ende. Oh. Also Mami ist mit an Bord. Das ist schön. Okay. Ich guck mir gerade mal das Kriegsterminal an. Ja, ich glaube, wir sind relativ voll. Bereitschaftswertung 50%, das kann man ja mit Multiplayer spielen beziehungsweise irgendwas, was man da in einem Browser machen kann, erhöhen. Das wollte ich, weil es ja dann irgendwie wieder absinkt, wollte ich das mir mal gegen Ende dann angucken. Aber theoretisch haben wir ja jetzt schon alles voll, ne? Also gut, wir haben also quasi alle auf unserer Seite, das ist sehr gut. So, jetzt fangen wir erstmal an, hier die Leute abzuklappern. Tali ist jetzt nicht mehr hier, ja? Die ist jetzt doch bestimmt unten... Also die hat sich ja uns angeschlossen. Und die wird doch jetzt bestimmt da unten im... Wie nennt sich denn das? Technikraum da, wo auch die anderen sind. Wir haben gerade einen Reaper erledigt. Ohne die Hilfe eines riesigen Dreschschlusses. Genau so ist das. Wir haben der Galaxie gezeigt, dass wir sie besiegen können. Oh, ihr seid so schön motiviert, aber wenn man genau nimmt, war das quasi eine komplette Flotte und Commander, ein Reaper. Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Okay, danke. War das wirklich da die komplette Flotte der Quarianer und die Normandy, die dann auf den geschossen haben und dann auch noch viermal oder so? Oder dreimal? Weiß ich jetzt gar nicht. Und dann ist er erst gestorben. Also ich weiß nicht, ja, wir haben Reaper bekämpft, aber es gibt so viele Reaper im Moment. Ja, also ich meine, allein schon, wenn wir uns die erste Szene angucken auf der Erde, da waren doch in Sichtweite allein schon 5-6 Reaper. Naja. Oh, ein bisschen Freizeit von Ashley Williams, Shepard. Das ist vielleicht eine dumme Idee, aber ich habe gehört, sie hätten Schlafstörungen. Keine Panik, sowas spricht sich rum. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass es schön wäre, wenn wir etwas Zeit miteinander verbringen würden. Nur wir beide, an einem ruhigen Ort auf der Citadel. Wir könnten zumindest einen suchen und die Pause würde uns gut tun. Navipunkt kommt, falls sie sich mir anschließen wollen. Oh, okay. Von Tali Zora, Shepard. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich zu Adams aus Maschinendeck gehen werde. Habe ich mir doch gedacht. Solange ich bei Ihnen bin, kann ich dort am besten helfen. Schauen Sie bitte mal vorbei, wenn Sie Zeit haben. Mache ich doch. Fortschrittsbericht, so. Von Shalaran Vasranoch. Commander, dank der Unterstützung durch die Geth hat unsere Flotte fast wieder ihre alte Stärke. Wir haben uns darauf konzentriert, bei Evakuierungen zu helfen und die turianische Flotte zu unterstützen. Während die die Reaper ärgern. Trotz des neuen Friedens hielten wir es für unklug, durch zu große Nähe unserer Truppen einen, wie auch immer, gearteten Vorfall zu riskieren. Admiral Zen sagt, dass das Tigel-Projekt gut voranschreitet, obwohl sie selbst mit den technologischen Möglichkeiten des Geräts unzufrieden zu sein scheint. Sie ist zwar exzentrisch, aber auch brillant. Hoffentlich findet sie einen Weg, die Funktionalität zu verbessern.
Es weiß doch noch immer keiner, wie das funktioniert, oder nicht? Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Sie Hahn zum Einlenken bewegen, Commander. Kümmern Sie sich in meinem Namen um Tali Zora, Kila Selai, Admiral Shala Ran, was oder noch. Das war vorher nicht, ne? Die hieß anders. Cool. Diana Alice, nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist das vielleicht schwer zu glauben, aber der Rest der Galaxie ist dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die Geth geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material von allen Beteiligten, nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Diana. Okay, ein Interview mal wieder. Na klar. Wir gehen jetzt erstmal nach vorne ins Cockpit und gucken mal, was die beiden Turteltäubchen da uns zu erzählen haben. Na? Die Quarianer kommen mit diesen Anzügen ganz gut zurecht. Vielleicht könnten sie ihnen ja auch sowas anfertigen. Gibt's schon. Ein schützendes Exoskelett zu medizinischen Zwecken. Ich könnte sogar einen mit Rallye-Streifen kriegen. Wo liegt dann das Problem? Es fühlt sich an, als hätte man eine schwere Panzerung an und das würde meine Wahrnehmung des Raums total aus dem Gleichgewicht bringen. Ich trage schwere Panzerung und meine Wahrnehmung des Raums ist bestens. Ah, das letzte Shuttle, das Sie geflogen haben, ist jetzt Schrottvega. Ich muss beim Fliegen spüren, wie sich mein Gleichgewicht verlagert. Ich muss spüren, wie sich das Schiff mit mir bewegt. Wenn man mir das nimmt, ich weiß nicht, dann bin ich sicher immer noch gut, aber eben nicht mehr ich selbst. Klar, das verstehe ich. Außerdem, haben Sie Tali gesehen? Ich habe gar nicht die Hüften, um meinen Anzug so zu tragen wie Sie. Okay. Hi, Joker. Eins muss ich schon sagen, Commander. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie jemand einen Krieg durch Brüllen beendet. Durch Brüllen? Ich konnte die Geth nicht töten. Als ich erfuhr, wie die Rebellion der Geth wirklich war, dachte ich, sie hätten eine Chance verdient. Definitiv. Danke, Commander. Nicht viele organische Wesen hätten einer synthetischen Spezies vertraut. Und jetzt haben wir zwei Flotten zum Preis von einer. Wir haben niemanden verloren. Außer Legion. Bevor er sich geopfert hat, sprach Legion von sich selbst als ich, anstatt als wir. Echt? Ja, und? Ist mir gleich aufgefallen. Das Pronomen im Singular zeigt, dass Legion eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt hatte. In seinen letzten Momenten war er kein Avatar des Geth-Konsens mehr. Er war ein Individuum. Das fand ich auch. Also wenn die Geth-Flotte uns bei der Zurückeroberung der Erde hilft, verdanken wir das wohl ihm. Oh, jetzt bin ich noch trauriger, dass er tot ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh Mann, Edi, hättest du das nicht gesagt? Na gut, dann wäre ich trotzdem traurig gewesen. Commander? Okay, Edi, was hast du denn so zu sagen? Was beschäftigt Sie, Edi? Ich habe nur nachgedacht. Der historische Fehler der Quarianer bestand darin, die Geth ihnen nicht ähnlich genug zu machen. Das verstehe ich nicht ganz. Einheiten mit vernetzten Intelligenzen neigen zur Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Vorteil. Aber Einheiten mit zentraler Heuristik, die eine individuelle Persönlichkeit zulassen, so wie ich eine bin, entwickeln Vorlieben. Diese Vorlieben führen zu Bindungen, die meine Berechnungen davon abhalten, den Wert der Leben an Bord der Normandy gering zu schätzen. Sie meinen also, die Geth haben sich gegen die Quarianer aufgelehnt, weil sie keine Individuen waren? So lautet meine Theorie. Aber die basiert auf einer Stichprobengröße von lediglich einer einzigen Gesellschaft. Die einzig andere relevante synthetische Gesellschaft sind die Reaper. Und von denen wissen wir nicht, ob sie auch von einem Konsens regiert werden, wie die Geth. Tun Sie mir einen Gefallen. Fragen Sie sie nicht. Ja, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Hallo, nicht so gut. Shepard. So, nicht so schlecht. Das wäre nicht schlecht, wenn du mal einfach bei den Reapern vorbeigehst und sie fragst. So, okay, dann haben wir hier doch alles. Obwohl, nee, wir könnten ja noch mit Trainer reden. Lieutenant Commander Williams hat was von ein bisschen Entspannung auf der Citadel gesagt. Das würde ihnen beiden sicher ganz gut tun. Ja, das habe ich auch vor. Wir müssen sowieso als nächstes zur Citadel. Ich habe gehört, sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart, vor allem wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Er ist der Beste. Jetzt wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer.
Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Die ist ja lustig. Commander? Okay. Ah, so knuffig. Okay, dann gehen wir mal nach ganz unten und arbeiten uns mal wieder nach oben. Haben wir den James hier? Ja. Hey, na? Es ist unfassbar, dass Sie die Geth und Quarianer an einen Tisch gebracht haben. Dafür sollte man ihnen einen Orden verleihen. Finde ich auch. Wenn wir jetzt noch die Asari an Bord holen, können wir uns endlich auf die Reaper konzentrieren. Aber wahrscheinlich wird das alles nicht so einfach sein. Was ist schon einfach? Also immer ein Schritt nach dem anderen. Ich dachte, Asari sind schon auf unserer Seite. Aber gut. Es hat 300 Jahre gedauert, die quarianische Heimatwelt zurückzuerobern. Hoffentlich brauchen wir nicht genauso lange. Das wird dann keiner von uns mehr mitkriegen. Ich bin bereit, die Erde wiederzusehen, Shepard. Ich auch. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie in einem Geth waren. Will ich auch gar nicht. Loco. Völlig loco. Naja, ich war ja nicht in einem Geth, sondern in dem Netzwerk der Geth. Hey. Hey. Gut. Was ich hier auch noch machen will, kurz, ist gucken, ob ich, genau, mir wurde nämlich gesagt, dass es ein Bug ist, ja, also, dass ich hier keine Waffen mehr habe, weil ich nämlich quasi beim letzten Mal eine Special-Waffe getragen habe und dann wurde das hier alles weggemacht und nicht wieder neu reingemacht. Und mir wurde geraten, wie man hier auch sieht, sehr gut, dass ich meine Waffen vielleicht vorher, bevor ich die nächste Mission starte, nochmal wieder ausrüste. Was ein sehr guter Tipp war. Vielen herzlichen Dank. Dann habe ich nämlich jetzt hier, sonst hätte ich mich schon mal wahrscheinlich wieder gewundert und hätte zwar jetzt gewusst, dass das ein Bug war, aber hätte mich trotzdem geärgert. Ja. Hi Cortez, na? Ma'am. Okay, du willst offensichtlich nicht mit mir reden. Dann halt dich. Gut, dann gehen wir jetzt mal aufs Maschinendeck. Da müsste dann ja jetzt auch Tali sein. Gehen wir erstmal mal zu Proti. Wenn er denn hier ist. Er ist wieder hier. Hallo Proti. Und wieder ist ein Reaper gestorben. Einer. Sie stellen unter Beweis, dass die Menschen fähige Soldaten sind. Aber ich zweifle an diesem Frieden, den sie da gestiftet haben. So etwas kann es zwischen Maschinen und organischen Wesen nicht geben. Ich hätte die synthetischen Wesen ohne Zögern vernichtet. Und die Quarianer? Wir können nur hoffen, dass sie verlässliche Verbündete sind. Es ist schwierig, einer Spezies zu vertrauen, die sich hinter Masken verbirgt. Naja, gezwungenermaßen, ja. Also die machen sich, die vermummen sich ja nicht, weil sie müssen, sondern weil sie sonst krank werden. Also das ist schon ein Unterschied. Außerdem, du bist in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Klar, dass du synthetischen Wesen nicht vertraust. Würde ich an deiner Stelle auch nicht, gebe ich ja zu. Der einzige Konflikt, über dessen Ende sie sich Gedanken machen sollten, ist der mit den Reapern. Mit Diplomatie gewinnt man keine Kriege. Mit mächtigen Feuerwaffen in großer Menge schon. Aber durch Diplomatie kriegt man die Möglichkeit zu großen, besseren Feuerwaffen. Dass so viele primitive Spezies jetzt Raumschiffe steuern, ist unerwartet und sehr gefährlich. Die sind ja nicht mehr primitiv. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Tun Sie, was notwendig ist. Okay. Kümmern Sie sich nicht darum, was andere denken. Tun Sie, was notwendig ist. Das tue ich schon die ganze Zeit. Aber mit Freunden ist alles viel schöner. So. Kenneth, haben Sie den neuen Pokertisch oben in der Lounge gesehen? Er wird überhaupt nicht benutzt. Naja, ich habe schon daran gedacht, Tissoni und Trainer dort zu einer kleinen Partie Strip-Poker einzuladen. Natürlich. Wollen Sie nicht auch Commander Williams dazu bitten? Ich halte Sie für eine schlechte Verliererin und würde meine edelsten Teile gern noch eine Weile behalten. Oh, ihr beiden, ey. Ihr seid füreinander geschaffen. Hey. Commander? Okay, wo ist Tali? Da ist Tali. Hi, Tali. Na? Unmöglich. Nein, stimmt wohl doch. Hey, Tali, wie geht's? Oh, ich hab sie nicht gehört. Ich hab gerade Nachrichten von der von Runoch bekommen. Früher habe ich jede neu gefundene Technologie an die Flotte geschickt. Das sollte ich jetzt wohl mit landwirtschaftlichen Proben machen. Ich weiß gar nichts über Feldanbau. Oh. Wie macht sich ihr Volk? Es ist verrückt. Die Geth helfen, errichten Unterkünfte, die Energieversorgung. Innerhalb von Wochen. Wir würden Jahre brauchen. Geth laden sich sogar in die Anzüge quarianischer Freiwilliger hoch.
Sie schreiben Umweltfunktionen um und stärken unser Immunsystem. Wie ist das möglich? Ist das überhaupt möglich? Die Geths sind Software, keine Hardware. Sie können sich von einem Körper in alles transferieren, was genug Rechenleistung hat. Sie imitieren Infektionen und der Wirt passt sich an, ohne krank zu werden. Im Prinzip wie eine Impfung. Das ist erstaunlich und voll die gute Nachricht. Die Quarianer müssen also keine Anzüge mehr tragen? Es scheint unmöglich, aber so ist es. In einigen Jahren brauchen wir sie dank der Geth nicht mehr. Oh, das ist vielleicht eine gute behalten Nachricht. Wir sie trotzdem an, als Teil unserer Kultur. Aber ein Riss wäre dann kein Todesurteil mehr. Dank der Geth gibt es heute auf Runoch quarianische Kinder, die gesund und stark aufwachsen können. Das schulden sie ihnen. Nein, ich hätte die Geth ohne Zögern getötet und mich kolossal geirrt. Danke. Oh. Ich kann nicht glauben, dass mein Volk mit den Geth zusammenarbeitet. Ich auch nicht, aber es ist gut, dass es so passiert ist. Die Geth helfen uns beim Wiederaufbau. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Unsere Wissenschaftler und die Geth haben gemeinsam großartige Arbeit am Tiegel geleistet. Das ist zum Beispiel sehr gut. Hey, Shepard. Hey, Tali. Ah, das ist so schön. Boah, ich bin so froh, dass ich den Konflikt gelöst habe. Okay, jetzt gehen wir noch hier hin, aber ich glaube, sie wollte uns ja auf unserem Zimmer. Schlechte Nachrichten von der Erde. Die Ernte auf dem Land hat begonnen. Millionen von Opfern in Zentralasien und sogar noch mehr in Afrika, südlich der Sahara. Wir zeigen Ihnen den schrecklichen Anblick, wenn die Reaper sich nicht die Mühe der Indoktrination machen. Gleich bei Battlespace. Immer wenn ich hier reingehe, gibt's schlechte Nachrichten. Was soll das? Commander, ich mache einen Bericht über den Krieg zwischen Geth und Quarianern. Es dauert höchstens eine Stunde. Können wir uns in Ihrer Kabine unterhalten? Aber sicher. Machen wir gleich. Ich will hier gar nicht mal reingehen, weil dann höre ich immer nur so schreckliche Nachrichten und das ist doof. Okay, Crewdeck. Haben wir jetzt auch Legion? Oh, da steht Legion. Da steht Legion. Das ist schön. Oh. Es ist noch sehr viel Platz auf dieser Liste. Hey, na, wieder fit? Beeindruckend, dass Sie beide Gruppen zusammengebracht haben. Ja, finde ich auch. Mal sehen, wie lange der Frieden hält. Hallo, du bist ja voll der Pessimist. Commander? Zö. Ich bin sehr motiviert, dass das länger dauert. Warte, ist hier jemand? Nein, hier ist ja nie jemand, ne? Nee. Also zumindest noch keiner. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teammitglieder finden. Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. So. Wieder ein Reaper weniger und Frieden zwischen Geth und Quarianern. Es ist erstaunlich. Und jetzt hat mein Volk eine Welt, für die es kämpfen kann. Etwas, von dem sie wissen, dass es ewig Bestand hat. Solange sie und die Geth ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis bewahren. Sie sind nicht länger unsere Diener. Ich weiß nicht, wie wir sie nennen sollen. Verbündete? Freunde? Dafür gibt es auf beiden Seiten noch zu viele Wunden, aber vielleicht eines Tages. Bestimmt. Okay, erstmal hier gucken. Haben wir was? Nein, haben wir nicht. Okay. Hätte ja sein können. Hey. Die Migrantenflotte und die Kriegsschiffe der Geth haben sich Admiral Hackett angeschlossen. Ich weiß. Schön, sie zu sehen. Schön, dich zu sehen. Schön, sie zu sehen. Ja, sehr gut. So, was haben wir denn hier? E-Mail von Sergeant Kavanagh an Sergeant Ichii. Würden Sie bitte das nächste Mal vorher sagen, dass die Geth jetzt unsere Freunde sind und wir nicht auf die großen Roboter schießen sollen? Ich hätte fast in die Hosen gemacht. Achso, okay. Als diese Kommandanten plötzlich vom Himmel fielen und sich auf die Reaper gestürzt haben. Wir haben ein paar Schüsse auf sie abgegeben, bis wir gemerkt haben, dass sie nicht zurückschießen. Und dann kommt einer rüber und sagt, sie seien verbündete Unterstützung und fragt nach unserem Status. Ich beschwere mich ja nicht, sie haben immerhin meine Crew gerettet, aber ich werde nie darüber hinwegkommen, dass ich mich bei einem Geth entschuldigen musste, weil ich ihm eines seiner verdammten Lichter weggeschossen habe. Auch süß. Ah, ja. Grüße, Commander. Ja, Grüße zurück. Das ist ja lustig. Okay, pass auf. Hier, gehen wir mal rein.
Wie geht's hier? Ich analysiere gerade einige Grafiken. Was denn für Grafiken? Ich analysiere gerade einige Grafiken. Okay. Energieentzug war das, was ich nehmen sollte, ne? Oder was war das, was anderes? Ne, ich glaube, das war das. Dann nehme ich das mal. Komm schon. So. Habe ich das jetzt voll? Wollte gerade mal kurz gucken. Warte. Kann ich das hier irgendwie gucken? Nee, ne? Kann ich nicht. Naja, gut. Ich habe ein Objekt gekauft. Haha. So. Werde ich beim nächsten Testen beim nächsten Kampf mal testen. So, jetzt noch zu Garrus, wenn er denn da ist. Ich verliere langsam meine Stimme. Aber dann haben wir noch 5 Minuten. Dann machen wir das Interview noch. Frieden zwischen Geth und Quarian. Ja, glaubst du das? Wer hätte das gedacht? Ich hätte es mir auch gar nicht vorstellen können. Als nächstes erzählen sie mir noch, die Kroganer und Turianer würden kooperieren. Oh, stimmt ja. Das haben sie auch geschafft. Ich würde gerade sagen. Sie sind eine Friedensstifterin, Shepard. Sowas ist selten heutzutage. Wenn sie jetzt noch Frieden mit den Reapern schließen, sprechen wir sie heilig. Du bringst mich auf eine Idee. Sankt Shepard, das klingt doch gut. Ich bin nicht sicher, ob es mir Selbstvertrauen gibt, dass eine Geth-Armee hinter uns steht, oder ob ich nicht eher das Gefühl habe, auf meinem Rücken befände sich ein Fadenkreuz. Hey, die Geth sind lieb. Das waren nur die Heretics. Und klar, ne, hat auch ein bisschen bei mir gedauert, bis ich so den Unterschied herausgefunden habe, aber die sind eigentlich lieb. Ein andermal vielleicht. Ja, okay. Bist beschäftigt, ich verstehe schon. Gut, dann werden wir jetzt ein Interview führen. Das wird auch nur eine Stunde dauern. Wie heißt das? Überziehe ich die Folge halt über eine Stunde. Und dann können wir mal gucken, was wir so an Nebenquests jetzt noch machen können. Vielleicht werde ich dazwischen auch einfach mal noch so ein bisschen durch den Weltraum reisen und ein bisschen nochmal scannen, weil ich mir vorstellen kann, dass wir eventuell nach diesem Quest jetzt noch ein paar Sachen mehr sehen können, weil ein paar Sachen waren ja irgendwie auch nicht entdeckbar. Na du? Oh, bitte, heute habe ich dich erschreckt. So, okay, wir laden Ellas ein. Trainer, können Sie Diana Erlas raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, als wir das letzte Mal von den Geth hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der Geth. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Die Geth werden missverstanden. Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten Geth trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen. Die Geth haben sich nur verteidigt, so wie jede organische Spezies. Wir haben die Geth aus der Kontrolle der Reaper befreit und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die Geth umzuprogrammieren, wie schon einmal? Die Geth haben ein Upgrade erhalten. Die Geth sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Ich schiele. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard. Wenn die Massenportale zerstört werden können? Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben. Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Ja. Zu Befehl, Commander. Gut. Dann haben wir das ja ein bisschen... wir haben Ruf gekriegt. Yay, okay. Dann würde ich sagen, können wir hier mal rausgehen. Geth Corps. Oh, wir haben Kriegsaktivposten erhalten oder upgedatet oder so, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge mal, ich guck mal ganz kurz in mein Logbuch,
Ja, da ist die Priorität, ne? Ich wollte ja dann vielleicht doch erstmal hier so ein bisschen Sachen machen. Vielleicht habe ich bis dahin dann auch das Omega-Dingen und diesen Landurlaub will ich natürlich auch machen. Den würde ich dann aber quasi so kurz vor Schluss machen nochmal so, ja? Also ich weiß nicht. Ich denke, ob das jetzt hier, also es war ja jetzt nicht so offensichtlich, dass das jetzt diese Mission quasi, jetzt beginnt das der Anfang vom Ende, ja, sondern das klang ja danach, als hätten müssten wir auch noch die Asari irgendwie auf unsere Seite bringen, obwohl die ja eigentlich schon auf unserer Seite sind, mehr oder weniger. Okay, auf jeden Fall haben wir hier noch eine Nebenquest und dann noch hier ganz viele Sachen, die wir sammeln sollen. Da werde ich vielleicht auch nochmal zwischen den Folgen, also vielleicht jetzt gleich oder vor der nächsten Aufnahme, keine Ahnung, werde ich da auf jeden Fall nochmal rumsuchen und so und dann gucken wir mal. Ist das hier auch eine? Okay, das ist eine Nebenquest auf jeden Fall. Ach ja, das ist die von da oben. Ach so, ich war gerade irritiert. Ich dachte, das wären jetzt zwei N7er Sachen. Okay, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was auf dem Schirm. Und darum werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Wir sind auf jeden Fall jetzt mit dieser Folge zu Ende und haben mal wieder mit der Crew ein bisschen geredet. Ja, das muss auch sein. Ich habe mir ja vorgenommen, das mehr zu machen so. Und deswegen nach jeder Quest versuche ich das immer mal möglichst mit denen ein Gespräch zu führen und das dauert halt immer eine halbe Stunde, ne? Also haben wir jetzt eine Folge gekriegt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!